Okay, da muss ich gerade einfach mal kurz die Aufnahme starten, weil hier ein Wachmann reinspaziert kommt. Und ich keine Ahnung habe, wo der jetzt hingehen wird. Der holt den Aufzug, what the fuck? Kann ich dem Schlüssel klauen? Komm schon. Puh. Okay, also der hat mir auch gerade gezeigt, dass hier scheinbar der Button ist, um den Aufzug zu rufen. At least it's better than mucking around on the streets near Riverbank. Okay, und der klingt ziemlich voll. ja, also hier dreht auf jeden Fall einer in den Lagerräumen. Ich gehe erstmal weiter nach oben. Kann jetzt hiermit auch immer die Türen aufschließen. Mir unten den anderen Lagerraum später einfach nochmal an. Jetzt machen wir überall das Licht aus. So, was haben wir da für eine Tür? Front Towers. Okay. Ich schätze mal, hier wird nichts weiter sein, außer wirklich der Haupteingang. Ja, da können wir auch nicht durch. Okay, also können wir doch nur nach unten. In die andere Lagerhalle. Ich frage mich, ob er jetzt ohne seinen Schlüssel einfach hier reinkommen kann oder ob das nicht geht. Weil ich ihm eigentlich wahrscheinlich die Tür jetzt dauerhaft aufgeschlossen habe. Ich muss sagen, ich finde die Mission nochmal ein ganzes Stück cooler als die erste, also im Norden. Jetzt haben wir den Aufzug. Auch durch den neuen Gegnertyp, also diese Metallspinnen. Das passt einfach unheimlich gut hier rein. Muss ich sagen, also gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, erstmal hier Licht ausmachen wieder. Für Wachstation 5 alles. Diese Spinnen interessieren mich hier. Machen die irgendwas? Ne, die sind scheinbar gerade aus. Ich denke mal, ich könnte die wahrscheinlich mit einem Feuerpfeil oder so aktivieren, sogar die Dinger. Was hier so hingeht. Okay. Also hier sind wir im Erdgeschoss. Oh, hier ist eine Notiz dran. Also, morgen ist im unteren Lagerbereich ein Treffen um 7 Uhr morgens, um die momentanen Diebstähle hier zu besprechen. Es sind keine Zivilisten im Haupteingang, außer sie wurden eingeladen. Oder sie sind vorgesehen, um in die Zellen zu kommen. Und Leutnant Bier, ja, der heißt tatsächlich Bier, wird da einige Konzepte vorstellen für die erhöhte Sicherheit. Captain Marston hat das geschrieben. Wir haben mit einem Leutnant Ames gesprochen. Jetzt würde ich mal sagen, dass wir auch in seinem Büro müssen. Oder zumindest irgendwo hier vorne. Oh, überall sind hier Türen am Zugehen und Aufgehen. In so eine zentrale Dokumentenkammer. Wenn es hier sowas gibt. Das sieht eigentlich schon mal so ein bisschen so aus. Das Problem ist, dass hier überall Licht an ist. Das ist immer gar nicht so cool. Kann ich irgendwas machen? Nee. Außer dumm in der Gegend stehen und gleich wahrscheinlich gefunden werden, ist das nicht der Fall. Irgendeiner pfeift hier. Okay, der kommt hier durch. Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht, sondern geht schön geradeaus weiter. Jetzt macht er die Tür zu. Shit. Okay. Geschickt ausgewichen. Das ist, glaube ich, der, dem ich gerade den Schlüssel geklaut habe. Schaut sich da die Bücher an. Was ist das hier? Records. Records klingt nach etwas, wo ich hin möchte.
Okay, wo geht er jetzt lang? Bitte sag mir, dass du schön auf der Seite bleibst. Sehr gut. Ja, Records, wie gesagt, klingt so, als ob da unser Missionsziel wäre. Der macht da auf. Und wir nutzen mal kurz erstmal mal Licht aus. Gunst der Stunde. Okay, hier ist natürlich abgeschlossen. Oh shit, da kommt einer. Wo geht der jetzt hin? Okay, erst macht das Licht wieder an. Und dann geht er wieder zurück. Zum Glück bemerkt er nicht, dass ich die Tür da hinten schon halb geknackt habe. Das heißt, macht auf jeden Fall erstmal wieder das Licht aus. Shit, falscher Dietrich. Einfach einer drin sitzt. Eiskalt. Spielt ja irgendwie Karten mit sich selber oder so. Show yours. Stop. Shit. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade günstig gespeichert habe. Okay, jetzt habe ich mir, glaube ich, gerade das Rückgrat gebrochen oder so. So klang es zumindest. Wo hier ablegen. Ohne dass hier irgendwer reinguckt. Oh shit, Mann, Leute. Ach, das ist Lieutenant Beer. Der ist eh ohnehin für Sicherheit zuständig. Und ich bin gerade zu blöd, ihn irgendwo hinzuschmeißen. Hallo. Der passt doch voll 1A hier hin. Oh Mann. Das sah sehr eigenartig aus gerade. Aber wir haben seinen Schlüssel. Warum auch immer der Karten mit sich. Oh, okay, erstmal den Kelch hier in den Tisch packen. Aber hier scheint der Bericht nicht bei zu sein, den wir brauchen. Aber hier gibt es ein Geheimfach. Mit einer Menge Gold drin. Ja, das ist hier die Sache mit dem Glücksspiel der Stadtwache. Noch irgendwas? Nee. Okay. Ja, der liegt jetzt hier natürlich in der Premium-Stellung hinter der Tür. Man kann ja in diesem Spiel nicht durch Türen durchgucken. Das ist etwas, was Thief zum Beispiel besser gemacht hat, aber was hier, glaube ich, auch unglaublich schwer wäre, die Engine darauf zu trimmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Tür gerade zu war. Hat auf jeden Fall hier wieder Licht angemacht. Von Lieutenant Beer. Hab ich die irgendwo Schlüssel gehabt? Wo hatte man den Schlüssel? Auf welcher Taste? Schriften. Oh mein Gott. Nein, nicht das Licht anmachen. Da. Lieutenant Beers Key. Ich denke, damit sollten wir in sein Büro auf jeden Fall. Warum passt sein eigener Schlüssel nicht in seinem Büro? Verdammt. Okay, das macht jetzt gerade ein bisschen fertig. Ich lege einfach mal einen neuen Speicherstand an. Falls ich meinen Quicksave verkacke. Warum passt sein Schlüssel nicht in sein eigenes Büro? Wahrscheinlich wird es da drauf stehen. I'm away doing important research. Das ist so Kartenspiel. No one is to look for me. Okay. Also der möchte nicht gestört werden bei seinen spannenden Kartenexperimenten. Ja, dass jetzt der sein eigener Schlüssel nicht passt, das gibt mir gerade hier den Rest. Das heißt, wir müssen sein Büro aufknacken. Wieder irgendwo einer.
so die Tür. Okay, hier wird wohl hoffentlich keiner in sein Büro reinkommen, denke ich mal, einfach. Falls doch, auf jeden Fall hier erstmal Licht ausmachen. So, jetzt können wir uns hier in aller Ruhe umgucken. Der hat hier echt ein spannendes Büro. Aber wir sind wahrscheinlich wegen dieser tollen Schriftstücke hier. Also, ein Brief an Captain Marston. Ich möchte eine Beschwerde gegen Leutnant Ames vorbringen. Hat ihn letzte Nacht in der Küche gefunden. Bewusstlos neben ein paar Bierkrügen. So, so. Ja, der ist halt für die Untersuchung der Morde im Westdistrikt zuständig und scheint so, als ob er das nicht wirklich ernst nimmt. Und er schlägt vor, dass er diesen Fall übernimmt, da er Informanten hat und mit ein bisschen Druck könnte er da einen Fortschritt machen in dem Fall. Und Leutnant Ames hätte zum Beispiel gar keine Informanten, weil niemand im Distrikt ihm vertrauen würde. Und er wartet jetzt auf eine Entscheidung in der Sache vom Captain. Okay. Also es scheint so leichte politische Ränkespiele innerhalb der Wache hier zu geben. Crumbled Note. Okay, wir haben irgendwas aufgenommen. Setup Note, Crumbled Note. So, noch eine Beschwerde von ihm an Captain Marston. Der Typ scheint mega sympathisch zu sein hier, der Leutnant Bier. Warum hat Leutnant Ames ein größeres Büro als ich? Ich weiß, dass er älter ist, aber in letzter Zeit war seine Arbeit sehr nachlässig und ich weiß, dass ich einen besseren Job als er erledigen kann. Bitte berücksichtigen Sie, oder ja, bitte überlegen Sie, dass mir sein Büro zu geben und ihm einen der Lagerräume zuzuteilen. Ich bin sicher, schreibt der Crap, 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 da wusste ich nicht, was er weiterschreiben soll. Und überlegt jetzt, wie er das schreiben kann, oder dass es wie der völlige letzte Vollidiot klingt. Und er hat scheinbar die Kombination für den Beweismittelraum vergessen. Und er ist sich aber ziemlich sicher, dass er die noch hatte, als er zur Waffenkammer runtergegangen ist. Ja, das heißt, unser nächster Weg führt uns wohl in die Waffenkammer. Nettes Detail, dass das hier im Papierkorb lag. Okay, hier hat scheinbar niemand das Licht wieder angemacht. Das ist schon mal gut. Ja, dann mal Richtung Waffenkammer. Oh, da steht einer. Hier ist ihnen scheinbar egal, dass das Licht aus ist. Jedenfalls gehen sie hier nicht zum Schalter. Die Waffenkammer wahrscheinlich hier runter. Könnte ich mir so vorstellen. Hier noch irgendwas Verdächtiges? Nö. Gehen wir mal gucken. Der Emmy, der gerade entgegenkam, kann eigentlich gerade keiner unten sein. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass ich mich sonst hier irgendwo noch verstecken könnte. Lobby? Wir möchten nicht in die Lobby, wir möchten in die Armory. Interrogation. Okay, das ist wieder das mit dem Meeting. Hier ist das Büro von Ames. Noch eine Befragungszelle. Okay, ich stehe jetzt hier mega scheiße. Da kommt einer. Wo geht der lang? Bitte. Okay, shit. Puh, das war schon knapp. Okay, aber hier ist offen. Er ist durstig, ja, das, ja, hier sieht es auf jeden Fall nach einer netten Unterhaltung und Verhörmethode aus. Wenn ihr den Blutfleck auf dem Tisch erstmal betrachtet. Machen wir das Licht aus. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hier im Büro von Leutnant Ames noch ist. Auch wieder abgeschlossen sein wird. Was ist das da? Ah, Captain Marston. Der hat sein Büro auch hier unten. Hier vorne ist der Lichtschalter. Komme ich hier schnell genug ran? Ja. Okay. Versuchen wir gerade mal. Da würde ich bestimmt einen Dietrich brauchen. Ja.
Okay. Also Superleutnant Ames im Büro. Erstmal Licht ausmachen. Der scheint aber irgendwie nicht da zu sein. Wahrscheinlich liegt er wieder irgendwie betrunken irgendwo, hoffentlich. Aber das ist echt sehr viel größer als das von Bier. Der hat sich hier schon zurecht beschwert, wenn der andere nur betrunken ist. Kann ich die Kerze bitte nehmen und damit interagieren? Danke. Wieder eine Karte von Bridgeport. Jetzt hätte ich die Kerze natürlich mal anlassen können, hätte ich das gerade mal zeigen können, wie die Stadt eigentlich aussieht. Ja, hat sich jetzt gerade erledigt. Gucken, ob hier irgendwas noch ist. Und hier liegen ein paar Notizen von ihm. Okay, wieder ein Brief von Leutnant Bier an Ames. Ich denke, ich weiß, wer die Ringe und Goldmünzen hier in der Station zusammen klaut. Ich habe einen versteckten, ja, ein verstecktes Versteck, das Secret Hiding Spot, im Records Room gefunden, also in dem Aufzeichnungsraum, wo wir eben auch schon drin waren. Und er wird sich heute Nacht dort platzieren, da haben wir ihn auch gefunden. Und ja, wenn jemand reinkommt, dann weiß ich, dass das der Täter ist. Ja, den Hiding Spot haben wir schon ausgeräumt, zum Glück. Ja, das werde ich nicht alles vorlesen, sondern das werde ich gerade mal für mich lesen. Das mal kurz zusammenfassen vielleicht. Es geht erstmal um die Abwasserkanäle. Und dass der Aufzug da nicht mehr in so gutem Zustand ist. Ja, Ames regt sich auch wohl Leuten mit Bier auf. Also die haben alle hier ein wunderbares Arbeitsklima und Beziehung zueinander. Und die Beweise für die Mordserie wurden nach Claymore geschickt. Auf Anordnung des Captains. Wundert Ames sich ein bisschen drüber. Oh, da wissen wir noch was über uns. Der möchte ein Auge auf uns behalten, auch wenn wir eigentlich nach einem vernünftigen Menschen für ihn aussehen. Aber wir sehen aus wie jemand, der die Sache lieber in die eigenen Hände nimmt. Und das will die Wache natürlich nicht. Und ja, er ist auch nochmal Bier begegnet, als der gerade die Kombination für den Beweismaterialraum verloren hat. Und er regt sich darüber auf, dass der Idiot das doch bitte sich merken soll und sich nicht das irgendwo aufschreibt. Und er wird sich beim Hauptbonder, also beim Captain Marston, darüber beschweren. Also die beiden haben hier echt ihre kleine Privatfehde irgendwie. Einer inkompetenter als der andere. Können wir nur von profitieren auf jeden Fall. Okay, hier hat er das Licht wieder angemacht. Gerade keiner zu sehen. Gucken wir mal, wir müssen noch irgendwie weiter in den Keller, weil da jetzt der Raum von Captain Marston wäre. Der ist sicherlich auch noch recht interessant. Ich höre schon wieder wen irgendwo. Mal gucken, ob ich hier das Licht ausmachen kann. Gerade einer wieder das Licht irgendwo anmachen. Zum Glück hinter uns. Okay, Captain Marston hat hier eine Wendeltreppe in seinem Büro, auch sehr interessant. Weiß nicht, warum man das einbaut, aber warum auch nicht. Gehen wir hier mal gucken. Was wir hier so finden. Ich muss sagen, ich habe es gerade sehr, sehr schwierig, hier mir eine Map, eine innere von dem Gebäude zu bauen, weil das doch recht verwinkelt ist. Fuck, das ist sein Büro. Oder vielleicht geht es da noch weiter. Okay, also wenn man was von Captain Marston möchte, soll man sich bitte setzen. Captain ist ein vielbeschäftigter Mann und wird einen aufrufen, wenn er die Zeit dafür hat. Ja, würde ich sagen, nehmen wir auch erstmal Platz. Und gehen morgen mal dann ein Wörtchen mit dem Captain reden. Oder ihn bewusstlos schlagen.
wahrscheinlich eher zweiteres. Und gucken mal, ob wir weitere Beweise finden. Danke fürs Zuschauen, bis dann.